Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück bei Elex 2. 2. 2. Willkommen zurück bei Elex. Ja, wir haben letzte Folge den Baumeister gebeten, dass er. Was ist das denn? Mistgabel. Wir haben letztes Mal den Baumeister gebeten. Bitte hier, ne? Kannst du dich mal um die Burg kümmern? Jetzt gucken wir mal, was er da gemacht hat. Und wir haben, ich guck mal questmäßig, Lok. Hab bis hier einen legendären Mörtel. Hier stehen, wir müssen einen hochprozentigen Mörtel finden. Das war's. Haben wir den hier irgendwo? Der ist hier sogar tatsächlich in der Nähe. Das machen wir zuerst. Wir gucken erstmal nach dem Mörtel. Dafür bist du auch, gell? Hast du noch Ausrüstung, die du erübrigen kannst? Kommt drauf an, was du brauchst. Zeig mal, was du hast. Na klar. Na klar. Wir haben hier eine Keule, Kriegsbogen, einfacher... Boah, der Kriegsbogen. Was? Wie viel Schaden macht der bitte? 88 Damage, ey. Wie komme ich jetzt auf 81? Die Rüstung haben wir ja schon. Hier hat er noch Rezepte, was eigentlich ganz cool ist. Aber wir haben aktuell eh nicht so viel Geld, deswegen... Erstmal weg hier. Schön. Oh Gott, ich glaube nicht, dass wir den schaffen. Aua. Hilfe. Hilfe. Wir haben keine Ausdauer mehr. Hilfe. Hilfe. Oh, ich weiß nicht, wie man kämpft. Ist schon zu lange her. Was hat mir gerade bitte schon Schaden gemacht? Sehr schön. Ja, sie one-hitted ihn einfach. Free Hilo. Boah, geht ja gut los, ey. Fast gestorben. Oh, wie viel Materialien wir schon haben. Schön. Nahrung. Wir nehmen vielleicht ein bisschen Knoblauchbrot. Ne, das gibt Resistenzen. Irgendwas hier, gebratenes Fleisch. 1, 2. Speichern. Ventilator, Eisenerz. Hochprozentiger Kalkstein. War ja eigentlich ganz easy. Können wir zurückborden? Und müssen zu dem Gardok. Ah. Erstmal ein bisschen leveln, ey. Ich fühle mich schon wieder so schwach. Alles one-hitted mich. Vor allem, ich komme gar nicht mehr auf die Steuerung klar. Ich habe jetzt nur eine Woche nicht gespielt und gefühlt alles verlernt, was ich je gelernt habe in Elex. Hi. Gardok, hi. Hi. Diesen Kalkstein habe ich in einer Steingrube unweit von hier gefunden. Mann. Du bist als Handlanger gar nicht so schlecht, weißt du das? Sag mir jetzt, dass du uns unterstützt und die Bastion instand halten wirst. Ja, ist ja gut. Ich bin dabei. Aber ich sage euch gleich, das wird eine ganz schöne Flickschusterei. Wenn ihr große Wunder erwartet, dann seid ihr bei mir falsch. Die Bastion ist kein Palast, klar? Und was die Bezahlung angeht... Wie bitte? Naja... Ich werde mich mit dem alten Mann schon irgendwie einigen. So, jetzt muss ich aber was tun. Die Arbeit macht sich schließlich nicht von alleine, nicht wahr? Ja, ist okay, ich lasse dich vorbei. Dann mach mal. Wie läuft's? Nichts, okay. Ciao. War schön. So, die Quest haben wir auch erledigt. Der kümmert sich jetzt um unsere... Ne? Sicherung des Landes, Billy Idol Konzert,
Bild vom Tisch und Stühlen. Na, ja, das sind die Bilder, das ist die geschriebene, die können jetzt erstmal weg. Die Audiologs können auch weg. Hier, kurzer Lagebericht eines Klerikers. Es wurde soeben eine Gruppe von fremden Kreaturen entdeckt. Sie bewegen sich zügig auf eure Position zu. Wir werden versuchen, sie aufzuhalten. Für euren Posten wurde Verstärkung angefordert. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Ein Feldherr, nur wenn jetzt ein Feldherr muss, ich würde stark Allianzen. Okay, ich würde sagen, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen erforschen gehen. Wir haben uns ja bis jetzt kaum hier irgendwo wegbewegt. Dort haben wir noch eine Truhe, die könnten wir eigentlich jetzt mal kurz holen gehen. Dann holen wir mal die Truhe dort hinten. Werden wir schon hinkriegen. Die Truhe und dann schauen wir mal uns ein bisschen um, wo wir Quests abgreifen können, ein bisschen leveln können. So die Standardprozedur und vielleicht finden wir auch das erste Lager irgendwo. Und unbedingt die Intelligenz müssen wir hochladen, für hochleveln fürs Jetpack. Wie sieht's da eigentlich aus? Charakter, Attribute, haben wir schon noch was übrig? Ja, haben wir. Wir könnten theoretisch schon auf 25 hochgehen. Zack, übernehmen. Warum schleicht... Wie schleicht der eigentlich nochmal? Ah, C, Crouching, okay. Hätte jemand mal früher sagen können. Dem, was haben wir hier? Na, guck mal. Elixid, Elex, Energiegiegel. Der Energiegiegel, man kennt ihn. Den Schrott. Truhe, weiter hier entlang, oder? Ja, ne, hier. So. Ja, alles geradeaus jetzt. Dann kommen wir zu der Truhe. Alles klar, was hat das für ein Move? Stimmt, das war ja bei den Leuten da. Oh, da liegen noch Leichen. Heißt, die haben wir nicht gelootet, oder? Doch, die liegen noch da, komisch. Nein, nicht hinsitzen. Gefährliche Gegend. Nee. Leichtes Schloss knacken. Nein. Ja, easy. Armbrust, beschädigte Kriegsarmbrust. Wow, macht gut Damage. Lebenskraft, Modifikator, plus 10, maximal Gesundheit. Okay, krass. Chili con Carne, Lebenssaft und Zigaretten, man kennt sie. Wenn wir schon hier sind, können wir auch ein bisschen Fleisch kochen. Zack, zack. Schön. Was haben wir eigentlich noch hier? Das haben wir gar nicht durchsucht. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Oh! Ciao! Ciao! Schön. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen leiser geworden. Ich muss mal nächste Folge gucken. Nicht, dass das jetzt doch zu leise ist. Kann auch sein, dass ich es mir einbilde. Oh, guck mal, hi. Aua. Speichern ab. Ja, wenn wir schon hier sind, können wir auch hier ein bisschen rumgucken, ob wir was finden, was toll ist.
Immerhin gehen die gut klar, die Viecher bis jetzt. Speichern ab. Was haben wir hier? Fleisch. Schwarz gebrannter, mächtiger Heiltrank, kleiner Heiltrank. Oh, Treibstoff. Und was haben wir hier? Ein beschädigtes Schwert. Apropos beschädigtes Schwert. Wegen den Waffen wollten wir mal gucken. Wir haben gleich letzte Folge eine einfache Klinge gefunden. Die können wir aber leider tatsächlich noch nicht tragen. Der Klopfer wäre noch ganz gut. Stärke, Konstitution. Wir tragen aktuell das einfache Schwert. Bam. Ciao. Das Viech da oben lassen wir erstmal. Das bringt uns nämlich ziemlich sicher um. War da noch was? Ne, das war nur Raben. Gut, dann gehen wir mal weiter Richtung zu den Hochhäusern da. Schauen wir mal, was wir finden. Nur 10 Erfahrung. Verstehe ich nicht. Speichern. Eine Truhe. Stange Zigaretten sind 200 Elixid wert. Das ist schon mal sehr gut. Wir speichern ab. Ich würde gerne einen Teleporter finden, dass ich hier, wenn ich dann jetzt gleich an den Punkt komme, wo wir hier eigentlich nicht weiter sollten, dass ich wenigstens schon mal so weit war. Wir nehmen ein bisschen was zu essen zu uns. Gebratenes Fleisch, 2 Stück. Easy. Hallo? Aua! Ich treffe ihn nicht. Was hängt da? Ach, das ist hier Feuerball. Ich dachte so, hä, was fliegt denn da bitte schön von Ball rum? Hoffentlich schafft man den Speicher. Ich glaube nicht. Viel zu viel Leben. Oh nein! Achtung. Ob wir das mit dir zusammen schaffen könnten? Einmal probieren, was kommt. Er brennt! Oh Scheiße. Haha. Okay, er geht weg, sehr gut. Ciao. Mächtiger Heiltrank, Knoblauchbrot. Kommt ihr eigentlich nach? Ja, da kommt sie. Ich speichere kurz ab und dann gucken wir mal hier rein. Hi. Ich habe gerade keine Zeit. Keine Zeit. Ich kann gerade nicht. Was geht hier so? Vandale. Danke. Na, du bist ja mutig. Hier einfach so in einem unserer Außenposten herumzuspazieren.
Hast du denn gar keine Angst, Kleiner? Ich habe niemals Angst. Sollte ich denn welche haben? Wer bist du? Ich habe niemals Angst. Ein starker Mann. Gefällt mir. Schade, dass du keiner von uns bist. Kannst du mir was verkaufen? Also, eigentlich nicht. Ich bin keine Händlerin in dem Sinne. Ich sorge nur dafür, dass jeder hier im Außenposten hat, was er braucht. Ich verteile die Rationen, gebe neue Waffen aus, wenn sie stumpf sind, solche Sachen. Meine Waffe ist stumpf. Meine Waffe ist stumpf. Na klar, das sagen sie alle. Na wirklich, mit dieser Waffe kann man nicht mal mehr Butter schneiden. Nein, wirklich. Mit dieser Waffe kann man nicht mal mehr Butter schneiden. Selbst wenn ich dir glauben würde. Eine neue Waffe gibt es nur, wenn Tengis das okay dafür gibt. Abgesehen davon gehörst du nicht mal zu diesem Außenposten. Also vergiss es. Kann ich sonst noch was für dich tun? Was ist das hier für ein Ort? Sieht man das nicht? Ein Außenposten. Dieser Posten wird für verschiedene Dinge gebraucht. Unter anderem ist er ein Frühwarnsystem für die Grotte. Falls jemand so dumm sein sollte und versucht, uns anzugreifen, wissen wir rechtzeitig Bescheid und können unsere Verteidigung aufbauen. Gibt es gar keine Chance, etwas aus deinem Lager zu kaufen? Nein, immer noch nicht. Außer du hast ein paar sehr gute Argumente. Ansonsten keine Chance. Wie wäre es hiermit? Nein. Wow. Und was hältst du davon? Wie gesagt, nein, danke. Das hier wird dich überzeugen. Du bist wirklich hartnäckig. Aber nein, wirklich nicht. Du könntest mir das Fünffache zahlen, die Antwort wäre dieselbe. Nee, Fünffache zahle ich hier nicht. Mal ehrlich, was sollte das denn jetzt? Entschuldigung, ich wollte hier nur mit ein bisschen mit dir handeln, hier, echt mal. Suckeltisch. Davon verstehe ich nichts. Ja, war mir schon klar. Ich merke sofort, wenn jemand schleicht. Ja. Entschuldigung. Wollte nur was testen. Der Bescheißer wird zum Bescheißer. Morkon. Den kann man nicht reden. Kann man hier das nehmen? Speichern. Das ist ja ein dickes Ding. Guck mir nicht so an, da stand nichts von stehlen. Echt mal. Hör auf damit. Warum? Lass mich doch einfach mal das Zeug hier wegnehmen. Echt mal. Okay, war eine schöne Expedition. Ich glaube, wir gehen zurück ins Lager. Heikraut? Ja. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück und reden nochmal mit, dem Hybriden. Ich nenne den jetzt einfach trotzdem Hybriden. Das ist unser Haus, glaube ich, ja? Wer? Ja. Ich finde es ganz geil, dass wir von Anfang an so ein Haus besitzen. Das ist echt ganz cool. Und das Ding ist voll eklig mit den drei Mündern oder was auch immer das sein soll. Wie geht's unserem Sohn? Mach dir keine Sorgen. Ja, ja. Wenn ich mal groß bin, dann will ich auch mal so werden wie du. Ja, ja. Willst du nicht. Glaub mir. So. Hybrid. Hybrid. Ah, Hybrid. Ich hoffe, du kommst gut voran. Ja. Gardok wird uns helfen, die alten Gemäuer der Bastion zu warten. Ah, gute Nachrichten. Ich wusste doch, dass er der richtige Kandidat dafür ist. Gut gemacht. Nur weiter so. Übrigens, mir wurde soeben gemeldet, dass die Skyans in diesem Moment ihre ersten Spähtrupps über unsere Länder schicken. Anzunehmen, dass ihre Hetzer unsere strategischen Stellungen auskundschaften. Besser, du erledigst sie, bevor die Hetzer bei ihren Anführern Meldung machen können. Für den Posten der Feldherren hätte ich schon einen geeigneten Kandidaten im Sinn. Den Warlock, nein, den will ich nicht. Wo genau soll ich nach ihren Spähtrupps suchen? Am besten du konsultierst deinen Adjutor.
Ich habe dir ihre möglichen Standorte darauf geladen. Noch halten sie sich im Hintergrund und operieren abseits der Wege. Wenn wir nicht wollen, dass sich das so bald ändert, dann sollten wir schnell aktiv werden. Das ist doch mal wieder Quest. Gut voran. Ja, jetzt durch Wenn die Quest nicht, dann schon. Wirst du eben mit anpacken müssen. Wow. Okay, der Satz war ganz cool. Speertrupp des Feindes auf der Map markieren. Auf der Map markieren. Da drüben. Das dürfte kein Problem sein. Ich muss jetzt mal kurz was gucken. Sorry, ganz kurz. Sorry. Lautstärke. Ich will nur gucken, ob sich hier irgendwas verändert hat. Nee, das ist immer noch 100%. Das kommt mir so gering vor. Mal minimal lauter. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut, aber irgendwie kam es mir gerade super, super leise vor. So, dann gucken wir mal, ob wir den Speertrupp mal so für kurze Zeit hier ganz schnell mal, ne? Wie konnte man das Waffenrad nochmal öffnen? Da ist doch so ein Waffenrad. Q. Genau, Q. Hier haben wir den Bogen. Und die Handgranaten, die super richtig overpowered sind. Gäh? Ja. Scheibenkleister, ich wollte noch nach dem Jetpack gucken. Da ist doch gerade was gerannt, oder? Nein, dann bin ich Zerstörung, wenn ich dich töte. Was haben wir hier? Kristallstachel? Nee, Kaltstachel. Okay. Oh, Entschuldigung. Oh. So, wir müssten gleich da sein. Ja, renn da einfach hin. Die sehen aus wie Alps. Oh Mann. Das war ja was. Echt? Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas erledigen, wenn ich ehrlich bin. Oh Mann, warum müssen schon wieder alle so overpowered sein? Oh Mann. Warum müssen die mich überhaupt direkt sehen? Okay, so weit, so gut. Einer ist tot. Und die geben nur 90 Erfahrungen dafür, dass die so overpowered sind. Zwei. Was? What? Alter, die ballert da einfach alle um. Mit der Fliege zusammen. Wir speichern mal kurz ab. Alter, die ist ja mal richtig nice. Und der soll aber aufhören, sich rumzuporten. Das war so dumm. Ich dachte, wir haben ja diesen Rechtsklick. Ich dachte irgendwie, damit kann ich vielleicht parieren oder so. Es geht los. Ja, genau. Wenn man es im richtigen Moment machen würde, bestimmt. Ja, genau. Visier sie an. Sehr gut. Was ist passiert? Hey, Vier. Wo ist sie eigentlich?
Alter, ich bin doch ausgewichen. Den kaufe ich mir. Alter, der Bogen ist aber voll nice. Der Bogen ist richtig nice. Speichern. Beschädigter Skyland Blaster. Skyend, sorry. Sogar einen Schnitter kriegen wir von denen. Geht eigentlich ganz gut klar. Also dafür, dass sie so overpowered sind und wir eigentlich noch am Anfang sind. Nehmen wir mal zwei Fleisch. So, wo ist der letzte? Aua. Hilfe. Speichern. Verbrecher dulden wir hier nicht. Der hat keine Waffe gekriegt, warum auch immer. Töte ihn. Easy Game. Bestätigt der Sky End Blaster. Ich hätte gern seine Sinse gehabt, die sah richtig überpowered aus. War ja eigentlich ganz easy, jetzt mal ernsthaft. So, dann nehmen wir noch ein bisschen Fleisch. Eigentlich hätten wir uns auch zurückporten können und einfach, nö. Einfach mal eine Runde schlafen. So, ich weiß, hier ist doch noch so ein komisches Ding vorhin gestorben. Hier. Haben wir das schon? Haben wir schon gelootet, okay. Ich würde gerne mal hier kurz noch reingucken. Hallo? Hallo? Niemand zu Hause? Kristall, Sofa, nein. Becher, ein Dino, unbedingt. Und die Kaffeebohnen. Ist es Honig? Ja. Kleiner Heiltrank. Mittlerer Elixitbeutel. Oh, Geldkasten. Hier haben wir noch eine Flasche Wasser. Noch mehr Wasser. Weiß überall Toilettenpapier, aber wenn ihr das sieht, nö, das will ich nicht mitnehmen. Was geht bei dem? Gib mir das, was du in der Hand hast, bitte. Nein? Ja, da hängt. Ein Kartenstück. Oh nein, es geht wieder los. Es geht wieder los. Hacken. So, 7... 5, 8, 4, 6. Das war nichts. Oh, vielleicht sollte ich erstmal Hacken drücken. Ich bin nicht gut genug. Nein, bin nicht gut genug. Dann markieren wir. Marker setzen. Tue. So. Ich würde sagen, zurück zur Base. Schön. Und dann einmal zum darunter.
Sag ihm, hey, Speer, easy game, habe ich alle alleine erledigt, ohne irgendwelche Hilfe. Ei. Ja. Die Spähtrupps der Skyens sollten erst einmal zurückgeschlagen sein. Du hast recht, es waren wenige. Das wird aber nicht lange so bleiben. Darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, das war doch mal ein guter Auftakt. Gute Arbeit. Danke, danke, danke. Mehr ist es nicht. Nicht irgendwie XP oder so, du geiziger Drecksack. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht unser Jetpack ein bisschen uppen können. Ich weiß gar nicht, wo das war. Hier irgendwo Jetpack. Ich glaube hier, gell? Nein. Hier, hier, hier. Ich werde schon finden. Auf jeden Fall, danke fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine wundervolle Zeit.